Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Hier spricht Martin Theator aus Grünstadt. Guten Tag. Brot, Lebensmittel, Vorräte sind wichtig in diesen Tagen. Sicher haben Sie genug davon zu Hause. Noch ein anderes Lebensmittel ist wichtig. Das Wort. Wir leben nicht nur vom Brot, wir leben auch von einem guten Wort. Ein Anruf, ein Zuspruch. Wie wertvoll ist das Wort in diesen Tagen? Auch das Wort Gottes ist mir wertvoll. In der Bibel habe ich es bei mir zu Hause, eine Schatz- und Speisekammer mit so viel Nahrung für die Seele. Geben wir der Bibel in unserem Zuhause einen besonderen Platz? Stellen wir eine Kerze dazu, vielleicht auch ein Kreuz, ein tröstendes Bild. Und dann lassen wir das Wort zu uns sprechen. Ein paar Worte genügen, ein paar Sätze, eine Geschichte. Finden Sie ein Wort, das Sie anspricht, dann bleiben Sie dabei. Es ist Gott, der Sie anspricht. Hören Sie ihm zu. Öffnen Sie ihm das Herz. Jetzt ist Gott für Sie da. Bei Ihnen zu Hause. Er ist wirklich präsent in seinem Wort. Nehmen Sie es sich zu Herzen. Lassen Sie sich trösten. Lassen Sie sich aufmuntern. Spüren Sie, wie Jesus Ihre Sorgen kennt, Ihre Ängste teilt. Lassen Sie sich ein wenig von seinem Vertrauen schenken, von seiner Hoffnung. Spüren Sie das in sich selber, neues Vertrauen, neue Hoffnung, neue Freude, dann erfahren Sie gerade, wie Gott Ihnen dient. Er dient Ihnen durch sein frohmachendes Wort. Und Sie sind gerade mittendrin in seinem Gottesdienst. Vielleicht möchten Sie Gott jetzt auch antworten. Schütten Sie ihm ruhig das Herz aus. Er trägt alles mit. Vielleicht möchten Sie ihm auch für andere danken, für Menschen, die Ihnen hilfreich beistehen. Vielleicht möchten Sie ihn bitten, für Menschen, die seine Hilfe jetzt brauchen. Vielleicht möchten Sie in Ihrem kleinen Gottesdienst jetzt einfach ein Lied singen. Ein Lied, das die Sorgen vertreibt, das Freude einkehren lässt, bei Ihnen daheim. Wir beten. Gott, du bist nicht stumm in diesen Tagen. Du sprichst zu uns, du sprichst durch dein Wort. Hilf mir, dich zu hören. Sag mir ein Wort des Trostes. Richte mich auf. Stärke mein Vertrauen in dich, meine Hoffnung auf dich. Lass mich spüren, dass du da bist. Für mich, für uns alle. Amen. Und der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen.